Wir sind am Wochenende am Sunrise Skylight Drive-In Open Air gewesen. Und wir haben wie immer unsere Arbeit gemacht. Wir haben alle Leute, die reingefahren sind, haben wir unsere Gummis verteilt und unsere Magazines mitgegeben. Und dann ist eins mega cooles Bärchen reingefahren mit so einem Oldtimer-Auto. Und wir haben sie begrüßt und gefunden so, hey, hallo zusammen, wir haben ein paar Gummis für euch. Und so, und dann haben sie gefragt, ob sie ein Date haben, weil es hat halt so ausgesehen. Und dann haben sie gefunden, ja, sie feiern 30 Jahre zusammen sein. Und wir sind mega begeistert gewesen, weil ich meine, 30 Jahre zusammen sein, das ist noch etwas Grosses, oder? Und dann, ich mir so überlegt, ob das etwas ist, was ich mir vorstellen kann. So 30 Jahre mit der gleichen Person zusammen zu leben, das ist schon, das hat so... Ja, das ist anstrengend, kann ich mir vorstellen. Und auch so auf und ab, wie man es halt kennt von Beziehung. Und dann aber trotzdem immer zu dieser Person zu halten, das ist schon beeindruckend. Und ich denke, es ist etwas, was wir alle wollen. So eine Person haben, wo wir so alt werden zusammen und so wir einfach völlig darauf vertrauen, dass sie da ist. Und ich denke einfach, es ist mega wichtig, dass man, bevor man so eine Beziehung kann, halt anfangen oder so eine Beziehung kann auch durchziehen kann, muss man sich wie selber zuerst kennen und wissen, das bin ich, das kann ich bringen, so tick ich. Und darum finde ich es, glaube ich, also für mich, ich hätte das mega gerne, so eine 30-jährige Beziehung, das klingt für mich mega schön. Aber zuerst müsste ich wie mich selber besser kennenlernen, dass es auch wieder funktionieren.